Tag 3, 2,5. Und Yannick geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach, weil wir essen natürlich am dritten Tag, wie so jeden Tag, Brot. Ne? Deutsche im Ausland essen Brot. Vollkornbrot natürlich. Hier ist Yannick bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Natürlich. Ne? Ich habe gerade schon zu Lisa gesagt, sie weiß gar nicht, dass der Herd sich immer automatisch runterstellt, weil ich hier immer dran stehe. Mhm, genau. Und ich zeige euch, was wir dazu essen. Karotten, Gurke, Tomate, Lachs, Light-Erdbeermarmelade, also wenn ihr mal in Spanien seid, die ist echt geil. Light-Marmelade, Margarine, hat eh keine guten Nährwerte, kann man auch die Light-Version nehmen. Richtiges Olivenöl wird aber für die Eier verwendet. So, wir sind hier übrigens im Vloggi, im Neuen. So, ich weiß gar nicht, ob meine reizende Begleitung da hinten, die Frau Schlemm das schon erwähnt hat, wir sind in Andalusien, in Miras. Sieht nicht ganz aus wie Hittfeld. Sieht nicht ganz aus wie Hittfeld. Wir sind hier in einer schicken Airbnb-Bude, mit so einem kleinen, süßen, ja, Hof. Alles sehr, Pool zeigen? Alles sehr geschmackvoll eingerichtet, ne? Ja, führ uns doch mal zum Pool. Ja. Da links? Ja, oder? Ah ja. Aha. So, wir gehen jetzt einmal zum Poolchen. Poolchen, wir haben nämlich vom Poolchen, wir haben verschiedene Pools eigentlich. Auch ehrlicherweise. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Tür hier aufgeht. Ja, wir sind auf der falschen Seite. Ja, aber eigentlich müsste hier ein Code sein. Naja, dann werden wir mal außen rumgehen, ne? Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber dieser hat einfach auf einen magischen Knopf gedrückt. Sieht auch richtig schön Touri-mäßig aus, ne? Einkaufstüte dabei. Köstlich. So, da haben wir den. Eine praktische Frau, ne? Ja, fehlt nur noch so eine Jack Wolfskin Ausrüstung, ne? The North Face oder so. Was ist denn The North Face? Die sind ja in Peru. Ja, da ist das ja auch wirklich. Da braucht man sowas auch. So, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Wir haben heute ein leicht bewölktes Wetter. Deswegen gehen wir auch gleich Indoor trainieren. Schon zweimal Golf gespielt. Sehr unerfolgreich. Aber das wird natürlich besser. Jetzt, wo wir heute nämlich mal den Schuss gefasst haben, den man sicherlich kennt, mal zu üben, also auf die Range zu gehen und wirklich mal einfach mal ein paar Bälle zu schlagen und nicht immer, ne, den Cold Start gleich zu machen, weil man 5 Minuten vor Abschlag am Tee ist. So. Ich muss einmal umdrehen. Ja, umdrehen. Die Hauptattraktion ist natürlich hier. Nein, umdrehen. Da meine ich natürlich. Nein. Ja, ich sehe. Ja, wir gucken jetzt ja auch nochmal. Also, ich weiß gar nicht, ob mal den Dornröschenturm. So, wir gucken mal einmal, was man jetzt hier sehen kann. Da oben ist der Dornröschenturm. Da lasse ich gleich mein Haar herunter. Ach, ich kenne das Märchen, du. Ne? Mhm. Hm. So, und also sehen kann man da hinten schon ein bisschen. Eigentlich ist das alles dort. Von quasi da. Also da ist Los Lagos und da ist Los Olivos. Sehr gut. Und Los Olivos gefällt uns auf jeden Fall besser. Aber dazu später mehr. Wir gehen gleich mal da auf die Range, ne? Yes. Was eine Szenerie. Bepackte Touristen und herrliche Umgebung. Lieben wir. So, und da fragt man sich doch, wer parkt hier halb auf der Straße? Ne? Nee, die gibt's sogar. Aber es sind die Schlemms natürlich, die hier mitten auf der Straße stehen. Ist echt süß so hier mit diesem. Ist alles so ein quasi. Ja, da waren wir gerade oben. Da quasi hinten ist der Pool. Ist alles so, so ein kleines. Ja, kleines Dorf quasi. Also ein kleines Dorf, so eine kleine Anlage, alles gehört zurück, aber es ist so frei. Also es ist irgendwie nicht wie so ein Hotel, sondern es sind irgendwie mehrere kleine, ja, Apartments, die eben so dazugehören, sich diese Pools teilen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr hübsch, sehr, sehr, ja, sauber. Tja, und eben kurze Wege zum Golf und ins Studio, ins Gym. Ja, was will man mehr? Ja, also mehr geht nicht. Richtig, richtig schön.
Und da werden wir euch jetzt mal anständig mitnehmen. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht die Driving Range. Da waren wir gerade. Aber das war zu gut, um es der Öffentlichkeit zu zeigen. Jetzt sind wir ehrlicherweise bei T1 Los Olivos Mijas Golf und schlagen hier gleich ab in 10 Minuten. Wir sind natürlich pünktlich 10 Minuten vor der Tee Time da und warten jetzt hier. Das erste Loch ist ein paar 4. Warm gespielt. Nun, vor der Zeit. Also es ist wirklich wie immer. Wie immer. Es ist wie immer. Wir sind nur noch nicht warm gechippt. Gepitcht so ein bisschen, aber noch nicht warm gepattet. Aber na gut. Wir legen gleich los. Und jetzt mal sehen, ob noch zwei dazukommen oder ob wir zu zweit sind. Wir haben 4er-Flight vor uns, also kein Stress, ganz entspannt. Ne? Calm down. Entspann dich. Wir sind ja auch im Urlaub. Wir sind ja auch im Urlaub. Okay, let's go. So, let's go. T1. Straight down. Four. Okay. Möchtest du was dazu sagen? Bisschen links. Nimmst du die Kamera? Ja. Aber gute. Ich sag mal, der nächste liegt an der Fahne. Oh, da kommt der Driver. Oh, leicht unter durchgeschlagen, aber mittig auf dem Fairway. Ja. Da kommt er runter. Sehr schön. Nein, mittig. Flach vom Bunker, nehmen wir eine 5 und legen den einfach. Mit geschlossenem Schläger. Dann war da runter. Genau so. Ja, fast. Länge ist fast okay. Ist noch ein Baum vorbei. Ja, war perfekt. Wahnsinn. Ja, so läuft's hier heute. Ich wollte euch ja mal zeigen, wo wir wohnen, um einfach mal die Distanz zum Golfplatz zu zeigen. Da oben, da, der Turm, der gehört zu unserem Gebäude. So, der clevere Schlag wäre nun. Dann bürste das Gras bitte ein bisschen mehr beim Probeschwung. Ne? Bürste das Gras. Ja, da ist noch nicht kein Kontakt, ne? Ja, genau so muss er. Und jetzt schön da in den Rentnereingang. Oh. Er ist zu früh im Boden, würde ich sagen. Der nimmt den Weg mit. Ja, das ist nochmal ein Umweg auf jeden Fall. Ja, nehmen wir mal in Kauf. Das ist der Übungsschlag dann. Wir sind an Loch 5, Par 4. Zweiter Schlag, Janik. Ui. Tja, das sieht man auf der Kamera jetzt leider nicht, aber was schätzt du? War gut getroffen. Achter, würde ich sagen, ca. 150, vielleicht ticken wir mit Rollen 160. Liegt jetzt so 50, 60 Meter vom Grün. Und vor allem mittig und ich stand über dem Ball. Und man sieht, ich stehe so ein kleiner Hügel. Und ich hasse das, wenn man quasi so nach unten steht. Ich glaube, das ja, genau. Man sieht also quasi, ich stehe hier auf dem Ja, Schläge, so sieht man es. Ja. Ja, dafür, also ich bin sehr zufrieden damit. Fand ich einen lockeren Schlag. Was natürlich auch zu sehen ist, dass Lisa mich outdriffen hat und da vorne liegt und jetzt nach mir dran ist. Das ist eine Seltenheit, muss man halt auch einfach mal so sagen. Also, ich stehe genauso wieder auf der Schläge. Das wird man wahrscheinlich. Die Ausreden hört man nicht. Oh, sieht das schön aus, du. Also die Landschaft, sehr schön. Hui. Okay, auch mit perfekten Slice in den Slope rein. Lieben wir. Haben wir genauso geplant. Meter, der Schlag war 155, genau wie erwartet. Und sprich mal bitte hierher. Ja, ich spreche jetzt mal hierher. Das ist ein sehr guter Tipp. Auf jeden Fall muss ich mich aber trotzdem
auch angucken, was ich vorhabe. Also das ist eigentlich nur noch links und rechts das Hindernis. So, aber ich kann mich ja hier hinstellen, dann kannst du dir das gleichzeitig angucken. Ja, also es sind zwei Bunker, drei, wie ich gerade sehe. Manchmal sollte man sich vielleicht auch gar nicht so genau angucken. Und ich versuche den jetzt trotzdem zu pitchen mit dem Sandwich. 70 Meter, so ein, ja, dreiviertel Schwung und leg den in die Mitte. Gucken wir uns an. Yes. Ticken mehr hätte es gemusst, ist nicht ganz bis aufs Grün gekommen. Aber denke ich mal, kann ich jetzt zwei putten und dann ist es der Boogie drin. So, Lisa hat jetzt hier noch sich den Bunker vor die Nase gelegt für ein bisschen Schwierigkeit. Ja, das war doch sonst so einfach. Und hierher sprechen, ne? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Oh Mann, ich habe ein bisschen Schiss. Hallo? Ich hätte vielleicht doch die Pitche mitnehmen sollen. Weil ich habe jetzt den 9er. Aber gut, das kriege ich hin. Hauptsache ein bisschen links, ne? Ah, ich sag ja, ich hätte die Pitche mitnehmen sollen. Jetzt bin ich nämlich im Bunker. Hübscher Schlag über den ersten Bunker in den zweiten rein. Perfekt. Die Frau jubelt. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Schauen wir uns mal an. So, ja, das ist noch keine Gimmi-Distanz, Freunde. Das ist erst der, ja, 1, 2, das ist erst der Boogie-Putt. Oh no. Zuerst hier ranchippen. Rüber. Also es sieht so aus, als würde es recht schräg den Berg hochgehen. Das bedeutet, nach dem Gesetz der Schwerkraft, geht der Ball einen Ticken, wird er nach links gehen, ne? Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Videos. Ein bisschen zu dir, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also nein, dahin fällt es, würde ich sagen. Ja, also es fällt ein bisschen zu dir. Ja. Sweet. So, Lisa, auch gleich rein damit. Oh. Tja, und das ist eben genau so ein Schlag. Golf lieben wir. Wie der Driver. Ist genau so ein Schlag wie ein 200 Meter Schlag. Auch ein 20 Zentimeter Schlag. T9, Drive, Miss Schlamm. Ui, okay. Yes. Aber hast du den Fleiß gesehen? Ja, den habe ich auch. Ich liege daneben, noch weiter rechts, kurz vom Busch. Sehr schön. Die Schlemms. Die Schlemms im Busch. Ja. Also, ja. Ja, ich wollte erst sagen, wir mögen rechts, aber ist auch nicht so schlecht. Hallo? Besser? Leute, was gibt Schöneres jetzt hier? Einmal kurz. Lisa denkt schon, wir filmen auf sie. Dabei filmen wir auf mich mit meiner geilen Frisur mit Handschuh. Geiles Ding, oder? Auf jeden Fall einen Moment, was gibt Schöneres als das hier? Ja. Kühles Bierchen 00, Cola Zero und jetzt hier diese junge Dame bei diesem Abschlag von hier oben. Ja! Ja, ja. Schade, ne? Auf den Nachbar-Fairway, das kennen wir ja. Aber das. Sehr, sehr rechts. Das macht nichts, den kriegen wir. Hallo! Jetzt habe ich die Kamera mal angelassen. Jetzt kriegt ihr die komplett echte Reaktion. Also ohne Witz. Also ich habe vorhin schon im Auto gesagt, warte, ich nehme, du musst weiterfahren, weil hinter uns kommen Leute. Vorhin schon im Auto, die Kamera gesagt, dass Golf in mir so das Schönste. Ja, ich weiß. Natürlich weißt du das. So sind die Frauen, ne? Natürlich wissen die das. Sagen aber nichts. Aber ich bin ja auch am Reden. Ja. Also. Golf
holt wirklich das Schlechteste aus mir raus. War natürlich auch das Beste. Das Beste auch? Das Beste auch, ja, definitiv. Also die Freude ist auch manchmal groß, aber ey, wirklich, das Fluchen habe ich hier wieder gelernt. Das habe ich jahrelang, glaube ich, nicht gemacht. Muss raus. Das muss raus. Alles richtig raus, was keine Miete zahlen. Absolut. So, schnell runter vom Nachbar-Fairway, wieder rüber chippen da das Ding. Ja, nimm mal. Jo. Da haben wir den Kollegen. Ja, ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, wo wir da so hinwollen, ne? Nö, nö. Sehr, sehr geil. Jetzt hast du natürlich den schönen Schlag nicht mit aufgenommen. Nee, ich habe das Bier aufgenommen, wie es überschäumt. Also mein schöner Schlag, ne? Wirklich. Zielwasser ist getrunken. Ja, locker vorlegen. Unaufgeregt. Hinten auf dem Fairway. Fairway to heaven oder to hell? Ja, der ist auch noch einen weiter oben. Ah, direkt vorbei. Boah. Ah ja. Gut, dass wir heute einen Kart haben, sonst würde ich hier nicht mehr mit hochkommen. So, wir haben hier, sieht man's, 164 Meter da unten hin. Aber ist noch besetzt. Wir müssen noch warten. Ui, aber der haut ab nach rechts. Wo landet er? Er rollt runter, er rollt runter. Siehst du ihn? Ja, er liegt vorne im Funkel. Gewesen. Schauen wir uns lieber Lisa an, die weiß wenigstens, wie das geht. Ne? Theoretisch zumindest. Witzig ist sie auch noch. Wife Potential. Absolut Wife Potential. Ja, bin leider schon vergeben. Süß. Ah ja, liegt ja. Sich direkt neben mich oder direkt im Busch? Nee, noch ein Tee. Doch. Und am Busch. Oh, das ist doch mal Premium-Lage. Runde zu Ende. Fazit? War gut. War gut, sie lächelt. Wir haben uns vorgenommen, mal wieder unseren Score zu erreichen. Das heißt, immer noch wie auch Kranni. Yannick unter 100, ich unter 120. Und Yannick hat gesagt, wir spielen den heute. Und das haben wir. Und das hat er. Ja, haben aber wir. Es war auch wirklich, haben wir. Echt, du hast es gesagt. Noch 119 hat dieser gespielt. Mega gut. Und das, obwohl sie noch so viel mehr Punkte verdient gehabt hätte. Also beziehungsweise weniger Schläge. Hm. Und ich habe eine 98 gespielt. Das war meine beste Runde, die ich hier aufgezeichnet habe. Mit allen Strafschlägen und allem. Nichts geschönt. Man kennt das ansonsten. Ja, ich treibe mir mal das ein. Das war es ungefähr. Nee, jeder Schlag gezielt. Knallhart, ehrlich. Zwei Pars oder drei Pars? Stimmt, und du hast dich die ganze Zeit beschwert, dass du so schlecht... Ich bin der Boogie-König. Also ich hätte noch viel mehr Pars auch verdient gehabt, wenn es an mir geht. Stimmt. Ja, alleine der Schlag aus dem Bunker raus. Ja, hier fast ein Birdie aus dem Bunker gespielt. Und hier das Par 5, das letzte, hättest du auch sehr viel besser spielen können. Da war ich mit dem zweiten so weit, dass ich noch 50, 60 Meter Annäherung hatte. Ja, und dann habe ich noch 4 Schläge gebraucht. Schade. Aber gut, so ist das. Aber ich wollte noch sagen, ich glaube, dass das Kart dazu beigetragen hat, weil wir heute mal nicht geschoben haben, sondern ein bisschen faul waren. Nach 3 Golfrunden jetzt? 2. Also jetzt heute war die dritte, ne? Ja. 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 Und das in der Hitze und wir waren auch beim Sport, haben wir uns heute gedacht.
Ja, und das war wirklich schön auch für uns so, weil wir uns mehr unterhalten haben. Ansonsten bin ich ja mehr so mit meinem Slicey, war ich mal rechts, heute war Lisa mal rechts und sonst, heute bin ich, also ich bin jetzt dadurch, dass ich fester greife, also stärker, mehr links unterwegs, denn wenn ich vergesse, nach außen zu schwingen, und dann schlage ich ihn richtig schön knackig nach links. Und so trennen wir uns eigentlich immer und heute sind wir überall gemeinsam hingebrettert. Das war echt schön und ja. Auch und wir waren auch zu zweit. Und das war auch nochmal echt schön, schön, weil man sich viel Zeit für die Schläge des anderen genommen hat. Ja, wobei wir es auch cool finden, wen man so kennt denn auf dem Golfplatz. Definitiv, gar keine Frage. Also wenn du irgendwann mal mit uns spielen möchtest, sag Bescheid. Wir sind jederzeit dabei. Ja, wir kommen auch irgendwo hin, ne? Wir also kommen auch irgendwo hin. Gar kein Problem. Und wir ziehen nicht ab. Ne, Spaß beiseite. Wir sind, glaube ich, gute Mitspieler. Wir loben viel, weil wir sind sehr stark zu begeistern noch für tolle Schläge. Ja, stimmt. Also wir hatten so ein paar vor uns, so ein paar Halbstarke. Da der eine, der hat da richtig einen untergezimmert. Das war schon beeindruckend. Der war eigentlich immer mit dem Drive schon da. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das denn noch Spaß macht mit dem Golf. Also gut, dann fängt man wahrscheinlich mit an, von Weiß zu abzuschlagen. Achso, auf Granny habe ich auch viel von Blau abgeschlagen. Jetzt werde ich heute bei Gelb. Also schon auch weit hinten. Trotzdem sind die Löcher relativ kurz, würde ich behaupten. Aber dafür viele Bunker. Sehr viele Bunker auch. Sehr viele Bunker. Auch ein paar Höhenmeter, ne? Ja, das war jetzt hier Miras, ja, Los Olivos. Ja, man kann sich denken, was das heißt. Und ja, ich würde sagen, auch an der Stelle beenden wir zumindest die Golf. Das Essen muss man schon. Ja, wir zeigen gleich natürlich noch Post-Golf. Essen fassen. Ja. Yannick, was hast du bestellt? Gegrillten Lachs mit. Oh, ich sehe schon das bei mir rein. Das habe ich mir eben auch gedacht beim Essen, aber dann dachte ich mir, dann wird es wahrscheinlich riechen und deshalb hast du lieber die Schuhe an, weil. Aber der deutsche Touri ist wieder an Start. Ich wollte euch ja mal zeigen, wie schön das hier aussieht. Oh, ist ein bisschen dunkel. So, warum gab es keine Story zum Essen? Weil, ihr habt gesehen, ich habe abgebrochen, als das Essen kam. Und es kam nicht so, wie wir es bestellt haben. Und wenn man mich ärgern möchte, dann gibt man mir einen unaufmerksamen Kellner an die Hand, der nicht zuhört. Und das ist passiert und deshalb war ich ein bisschen verärgert. So, aber ich wollte noch etwas dazu sagen. Und zwar haben wir Lachs mit Gemüse und Yannick eben mit Brot und Reis bestellt. Das Brot war übrigens sehr lecker, es war noch warm, so ein richtig schönes, warmes Weißbrot. Und zum Thema Gönnen, weil ich werde sehr häufig gefragt, ja Lisa, man muss sich auch mal was gönnen, wenn man im Urlaub ist und ich gönne mir das mal. Und in unserem Fall ist es eben, wir gönnen uns ein Stück gegrillten Lachs mit Gemüse und eben Reis oder eine Kohlenhydratquelle. Wir sind halt auch extrem aktiv, von daher sind einfache Kohlenhydrate hier auch genau das Richtige, was wir brauchen. Und wir sitzen hier nicht inaktiv irgendwie den ganzen Tag am Pool, dann wäre das vielleicht nicht die beste Wahl. Und gönnen ist eben auch das, was man damit verbindet und was man vielleicht auch damit verbinden möchte. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, so ein Burger und Pizza und so weiter, das ist das, was ich mir gönne. Für mich eben nicht. Wir gönnen uns Nährstoffe, ein geiles Gefühl, auch jetzt nach dem Essen, überhaupt nicht beschwert. Wir haben noch einen Abend vor uns, ohne dass wir jetzt irgendwie der Meinung sind, wir müssen jetzt aufs Sofa, weil wir irgendwie so platt vom Essen sind oder so, ja, vielleicht eine schlechte Verdauung haben. Wir fühlen uns jetzt einfach richtig gut. Die Glykogenspeicher sind auch wieder voll. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir noch ein paar Omega-3-Fettsäuren zu uns genommen, damit wir die Vitamin D, was wir hier produzieren, auch gut aufnehmen können. Also ihr seht, das ist für uns gönnen. Let's go! Ist das schön hier? Oder ist das schön hier? Das ist extrem sauber. Und da wohnen wir. Das ist unsere Tür. Ich habe dich eben als Touri angekündigt oder betitelt und merke gerade, wie ich hier auch krass als Touri rumlaufe. Mit dem guten Tornister hier. Sehr gut. Man muss auch über sich selber lachen können. So, an dieser Stelle. Du hast einfach eine humorvolle Frau geheiratet. Ja. Ich habe den Schlüssel. Also. Die Schlüssel. Ich moderiere mal schnell ab, sonst komme ich nicht mehr mit rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.